Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Serie und zur vierten Folge Let's Play Half-Life 2 Episode 1 auf Schwer. Das ist Alex Vance. Das ist ein Stecker. Den haben wir letztens gedingst. Und manchmal nervt sie. So. Was haben wir hier? Nix. Tür nicht gebrauchbar und Dings. So, gehen wir hier runter. Hier haben wir doch. Stimmt, wir sollten das. Genau, das Kraftfeld haben wir ausgemacht. Das war uns Dings. Jo, schauen wir mal. Gehen wir weiter. Ach, toll. Ah, wir haben unsere Armbrust, wir heißen wieder Rambo. Scheiße. Au. Nö, das mache ich anders, Harikari. Ich hätte lieber meine Minen gehabt. Hallo, ich bin noch nicht so weit. Ja, Alex, du darfst ruhig mithelfen da unten. Ich mache hier alles alleine. Was ist denn mit den Leuten los? Hallo, die helfen nicht mal. Alex, du bist nutzlos. Unglaublich, die NPCs hier, die bringen mich zum Kochen. Das ist ja Hammer. Das sieht aus wie ein Krankenhaus. Der hat noch eine Waffe liegen lassen, die will ich gerne haben. Da liege ich auch Waffen. Was haben wir hier? Dr. Freeman, ich komme mit. Oh, er ist verschwunden in der Luft. Ich hasse das, wenn Leichen verschwinden im Flug. Das ist unbrauchbar. Wieso verschwinden die in der Luft? Mittendrin einfach so schwapp. Das ist scheiße, ist das. Gibt's hier nicht irgendwie ein verschwindende Leichen-Option oder so? Oh, das Ding wird ja immer übler. Ja, aber au. Au. Und nichts machen. Au. Au. Und nichts machen. Au. Ja, sauber. Macke, du stehst mir im Weg, du Scheißfrau. Langsam nervst du. Ich bin echt viel lieber allein unterwegs, vor allen Dingen in Ego-Shooter. Das merkt man. Oh. Entschuldigung. Ne, ja, und manchmal nerven die wirklich. Die stehen mir echt permanent im Weg. Ich glaube, dieser Krieg hört niemals auf. If. Warum? Und du bist gemeint? Du? Ja, schau mich nicht so an. Du bist gemeint. Das ist unglaublich, ey. Immer wieder stehen sie mir im Weg. Piep. Piep. Oh ja, das schon wieder. Wir wissen Bescheid. Ich sehe nichts. Da kommen noch mehr. Aua. Oh, habt ihr es gesehen? Wenn ich spul zurück, ich hab's getroffen. Hey, hier drüben? Ja, gleich. Du stehst mir im Weg. Ach, ich baller die gleich alle Linie. Echt. Was für eventuelle Projekte plane ich? Zu Let's Playen vielleicht? Mal Strategiespiele, wie wär's? Ich habe da zur Auswahl mal
Ja, Spore hätte ich da. Was habe ich noch? Irgendwas mit Anno 1501 oder sowas ähnliches. 1503 oder keine Ahnung. Dann habe ich noch. Oder was? 16.000? Scheiß drauf. Servus, was geht? Was macht ihr denn noch hier? Alle sollen doch die Stadt verlassen. Die Combine sind ein echtes Problem. Wir versuchen, genug Leute für einen Sturm zum Bahnhof zu kriegen. Wir treffen uns in einem Haus in der Nähe. Kannst du uns hinbringen? Na klar, gehen wir. Hier lang. Das ist gut. Wir haben einen Führer. Und der Führer führt uns jetzt zum Rebellenlager. Na los. Lauf. Wir haben hier Dings. Das ist gut. Jetzt reicht's. Kann sie überhaupt sterben? Kann sie sterben? Ich will's nur wissen. Kann sie sterben? Gibt es irgendwie Friendly Fire oder sowas? Nimm einer sein Brecheisen. Ich hab nicht mal eins. Wer hat das gesagt? Hast du das da hinten? Nimm einer sein Brecheisen auch. Naja, wir haben es noch nicht mit Gegnern zu tun gehabt. Wir haben nur ein paar läppische Combine-Soldaten eliminiert. Die harten Gegner kommen für später. Aber meine Platte ist wieder etwas freier als vorher. Ich hab sie. Fast alles habe ich umgewandelt. Von Blue Shift zumindest. Ich bin's, mach die Tür auf. Oh, der Rest ist nur noch Pillepalle. Die Parole? Das ist doch wirklich unter meiner Würde. Ja, unter meiner Würde auch. Bis vor kurzem wurde die Bildung bestimmter für die Embryonalentwicklung. Wie ist gar nicht mein Vater ist Odessa Kabeck. Das ist nun nicht mehr der Fall. Daher dieser Hinweis. Hä? Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt zur Fortpflanzung. Das heißt, vereinfacht gesagt, Dr. Kleiner, wirklich allen gesagt, was zu machen? Wir müssen die verfügbare Zeit nutzen, wobei nicht sicher ist, wie viel Zeit wir wirklich haben, bis Bemühungen der Combine zur Machtübernahme einsetzen. Wir gucken jetzt Fernsehen. Was bestimmt erfolgen wird. Da dies tatsächlich die erste Gelegenheit ist, offen über den negativen Einfluss der Combine zu sprechen, gäbe es vieles anzumerken. Ich hoffe, in den kommenden Tagen mehrere nützliche Meldungen herausgeben zu können. Vorerst müssen wir uns jedoch auf recht dürftige Fakten beschränken. Ich habe Scheiß geträumt. Psst. Die Destabilisierung des Reaktors von City 17 hatte einige nicht unerwartete Auswirkungen, die wir jedoch nicht vorzeitig zu enthüllen wagten. Der gewaltige Impuls dämpfte das gesamte Netzwerk verknüpfter Zitadellenreaktoren. Daher gehe ich derzeit davon aus, dass alle Combine-Portale ausgefahren sind, wie auch die entsprechenden Kommunikationssysteme. Das heißt, keine Verbindung zur Combine-Heimat. Cool. Auf der Erde stationierte Combine-Truppen sind nun isoliert, gestrandet. Dies dürfte jedoch vermutlich nur vorübergehend so bleiben. Wie wir einst leider feststellten, genügte schon der relativ kleine Spalt in Black Mesa unseren Feinden, zunehmend größere Invasionswellen auf unsere Welt zu werfen, während sie ihn erweiterten. Die vollständig außerirdischen Spezies besitzen viele veränderte posthumane Helfer auf der Erde, die sicher alles tun werden, um die gestörte Verbindung wiederherzustellen und mehr Truppen heranzuführen. Und dennoch gibt es nun mehr Grund zur Hoffnung als im ganzen zurückliegenden Jahrzehnt. Wir haben im Geheimen einigen technischen Fortschritt erreicht, den wir nach Möglichkeit vor der Combine-Rückkehr bereitstellen werden. Wir ziehen des Weiteren eine neue Generation von Wissenschaftlern und Ingenieuren heran. Denn die Furcht der Combine gründet nicht in erster Linie auf greifbaren Waffen, sondern auf Willen, Verstand und Fähigkeit der Menschen, auf die bevorstehenden Schrecken überlegt und ausgewogen zu reagieren. Wollte ich gerade sagen. Wir vertrauen uneingeschränkt auf den Geist der Menschheit, auch wenn wir um seine Schwäche wissen. Wir alle haben erlebt, wie die Macht der Combine Mitmenschen zerbrach.
Einige von uns gaben sich dieser militärischen Maschinerie hin und verloren so ihre Menschlichkeit. Wer sich jedoch wehrte, erlitt ein schreckliches Schicksal. Es ist so wichtig, dass wir unsere Menschlichkeit bewahren. Nur so können wir zusammenhalten und nur so der Rückkehr der Combine die Stirn bieten und damit unausweichlicher, unvorstellbarer Vergeltung. Boah, ist das Dings. Ach ja, wenn Sie etwas von dieser Meldung verpasst haben sollten, sie wird wiederholt, bis kein Grund zur Wiederholung mehr besteht. Entschuldigen Sie für Fehler oder ähnliches. Sie können sich denken, dass wir kaum Zeit für Aufnahmen oder gar...